Wir leben in einer exponentiellen Zeit. Das bedeutet, dass Dinge sich immer schneller verändern. Das bedeutet, dass Dinge auch immer komplexer werden. Und die Veränderungen, die wir kennen aus Medien beispielsweise, waren immer schon exponentiell. Das heißt, der zeitliche Abstand zwischen der Sprache bei Menschen, zur Schrift, zum Buchdruck, zu elektronischen Medien, zu digitalen Medien, der Abstand ist immer kürzer geworden. Das, was heute anders ist als früher, dass wir Veränderungen, Umbrüche heute so schnell haben, dass wir in einem Menschenleben mehrere dieser Umbrüche erleben können. Konkret macht sich das beispielsweise fest daran, dass Gordon Moore schon in den 50er Jahren seine These aufgestellt hat, dass sich alle 18 Monate oder alle knapp 2 Jahre die Leistungsfähigkeit von Rechnern verdoppelt. Das Gesetz gilt bis heute, das soll auch nach Expertenmeinung die nächsten 15 bis 20 Jahre weiter gelten. Und was sich ebenfalls entsprechend mitentwickelt, ist die Menge an Daten, die zur Verfügung steht. Man geht davon aus, dass alle 3 Jahre sich die Datenmenge, die es digital weltweit gibt, verdoppeln wird. Das heißt, wir haben eine Unmenge von Daten, die man bearbeiten, verarbeiten, speichern kann. Da sich die Rechenleistung und die Fähigkeit, diese Daten zu verarbeiten, schneller weiterentwickelt als die Datenmengen, so sieht es zumindest im Moment aus, oder sich zumindest parallel entwickelt, werden wir also in Zukunft noch mehr Daten noch besser, noch schneller verarbeiten können. Wenn man mit dieser Komplexität, die der digitale Wandel mit sich bringt, umgehen will, dann kann es helfen, wenn man sich die großen Unternehmen, die erfolgreich mit diesem Wandel umgehen und erfolgreich diesen Wandel gestalten und in ihm leben, anschaut, und da lassen sich einige Erkenntnisse ableiten. Eine davon ist, dass die, so würde ich es auch sagen, die ökonomische Essenz der ganzen Digitalisierung in einem Wort heißt Kundenorientierung. Kundenorientierung hat es immer als wichtigen Punkt gegeben, aber je undurchsichtiger ein Markt war, je stärker jemand eine monopole Stellung hatte, umso weniger musste er sich um Kundenbedürfnisse kümmern. Das ist mit der Transparenz des Internets vorbei. Das heißt, im Internet ist der Wettbewerber einen Klick weg, und wir alle wissen, wenn wir unsere Bedürfnisse nicht sofort auf einer Webseite in 1-2 Sekunden erfüllt bekommen, dann klicken wir halt weg und dann gehen wir im Zweifel zu Google, dann bringen die uns ein nächstes Ergebnis. Das heißt, der Wettbewerb ist 1-2 Klicks weg. Das heißt, ich muss mich an den Themen und den Interessen und den Bedürfnissen der Nutzer ausrichten, sonst werde ich im Internet nicht überstehen. Damit man also erfolgreich operieren kann, muss man es den Nutzern einfach machen. Auch damit die Nutzer wiederum ihre Daten zur Verfügung stellen und ihre Arbeit für die Firmen mitmachen. Das heißt, wir arbeiten ja alle mit für diese Plattform. Also wir stellen unsere Profile auf Facebook ein, wir verknüpfen uns mit anderen. Wir schreiben Texte, bilden Gruppen etc. Wir stellen unsere Produkte auf eBay zum Verkauf. Wir ersteigern über einen automatischen Verkaufsalgorithmus die Produkte. Wir organisieren die Übergabe und die Bezahlung der Produkte. Und so weiter. Das können Sie auf allen Plattformen durchführen. Schönen Begriff dafür gibt es, ist das AAL-Prinzip. AAL steht für andere arbeiten lassen. Das heißt, diese Plattformen leben davon, dass Nutzer die Arbeit für sie machen, damit es entsprechend für sie günstiger wird, immer größer zu werden. Und damit Nutzer das machen, muss man es ihnen einfach machen und schauen, dass sie Spaß dabei haben. Besonders deutlich wird dieses einfach machen, wenn man sich die Designphilosophie von Steve Jobs und von Apple anschaut. Steve Jobs hat ja die Philosophie vertreten, um wirklich etwas einfach elegant zu gestalten, muss man sich harte Arbeit machen und es bis ins tiefste Innere verstehen. Erst dann ist man in der Lage, etwas so einfach zu gestalten, dass man eine elegante Lösung für Kunden hat, die gar nicht mehr merken, wie viel Arbeit letztlich da drin steckt. Das gilt ja beispielsweise genauso für Journalisten. Um einen wirklich einfachen, prägnanten, gut verständlichen Text zu schreiben, muss ein Journalist wirklich das Komplexe insgesamt verstanden haben. Nur dann kann er es wirklich auf den Punkt bringen. Und was die Philosophie Einfachheit, hat sich Steve Jobs übrigens abgeguckt von Dieter Rams, einem Designer bei Braun, einem deutschen Designer, der die Philosophie vertreten hat, weniger, aber besser, und danach Geräte gestaltet hat. Aber Apple macht das ja nicht nur mit Geräten, Apple macht es auch mit Angeboten wie iTunes, wo beispielsweise Playlists erzeugt werden, automatisch aus dem Nutzerverhalten, wo Playlists sogar aus einer Menge von Daten an Nutzerverhalten erzeugt werden, nämlich wenn man sich bei Genius anmeldet, einer Plattform, wo man alle seine Nutzerdaten aufspielen kann, wenn man das freiwillig tut.
Das heißt nicht nur die Songlieder und die Alben und Interpreten, sondern auch, wie oft habe ich das gehört, wann habe ich das gehört etc. Es wird automatisch mit hochgeladen und man bekommt zurück die Auswertung, welche Lieder passen zu welchen Liedern, die Apple auf dieser Plattform Genius eben durch Korrelationen zwischen Verhalten von Hunderttausenden, wahrscheinlich inzwischen Millionen anderen Nutzern, die das hochgeladen, erstellt hat. Das heißt, ich habe anschließend Playlists, die nicht nur auf meinem Verhalten basieren, sondern die auch basieren auf dem Verhalten von Millionen anderen. Ich merke das aber alles gar nicht. Das heißt, das, was da an Riesendatenmenge verarbeitet wird bei Apple auf der Genius-Plattform, das merke ich gar nicht. Das heißt, auch da hat wieder Apple sich viel Arbeit gemacht, viel Mühe gemacht, um mir ein Ergebnis zu liefern, was ich nahtlos erlebe und einfach gut finde oder im Zweifel eben auch nicht gut finde, aber ich kann es dann nutzen. So funktionieren fast alle Applikationen, die ich auf meinem Handy habe. Also alle Apps sind ja letztlich Nutzerbedürfnisse. Ich will wissen, wie das Wetter ist. Ich will wissen, wie die Börse steht. Ich will wissen, ich will ein Video gucken. Ich will ein Foto ansehen etc. pp. Das sind alles Nutzerbedürfnisse. Und letztendlich, wenn ich da drauf drücke mit meinem Finger, komme ich durch einen Datenschlauch, virtuell oder in echt, in eine Datenbank und bekomme diese Bedürfnisse befriedigt. Das ist auch die kurze Definition von Web 2.0, wie ich sie einmal von Tim O'Reilly gehört habe, der gesagt hat, Web 2.0 heißt Nutzerbedürfnisse gegen große Datenmengen spielen, die dann durch die Nutzung besser organisiert werden. Das heißt, ich will ein Video schauen, ich habe eine Riesenauswahl von Videos auf YouTube und wenn ich ein Video schaue, verbessere ich schon wieder die Empfehlungsfunktion, welche Videos wo Leute gucken, wie gut die finden etc. pp. Das heißt, immer wenn es uns gelingt, Nutzerbedürfnisse gegen große Datenmengen zu spielen, können wir es schaffen, im Web 2.0 erfolgreiche Angebote zu kreieren. Und inzwischen ist es so, dass die Datenmengen so groß sind, dass wir auch mit dem Ansatz, der unter Big Data heute firmiert, arbeiten können. Das heißt, Unternehmen sind in der Lage, umfassend Daten zu nutzen. Das heißt nicht, wie wir das bisher kannten, dass man Stichproben gemacht hat, die teuer ermittelt wurden, die man möglichst auch exakt und sauber gehalten hat, sondern heute geht man hin bei Big Data und nutzt umfassend alle Daten, die man zur Verfügung hat, auch wenn die auf den ersten Blick keinen Zusammenhang zu dem, was ich rauskriegen will, herstellen. Ich stelle auch gar keine große Frage für den Zusammenhang, sondern ich gucke, was korreliert, was hängt zusammen. Und es interessiert mich bei Big Data auch nicht, warum das zusammenhängt. Wichtig ist, dass irgendwas zusammenhängt. Und dann bin ich in der Lage, auch mit einer großen Menge, ich sag mal schmutziger Daten, das heißt also von Daten, die ich nicht vorher bereinigt habe, die nicht exakt sind, da mögen auch schlecht passende Daten zwischen sein, aber daraus kann ich Korrelationen bilden, die teilweise sehr überraschend sind. Damit kann ich aber besser Verhalten abbilden, Verhalten vorhersagen, ohne damit erklären zu können, warum das so ist, kann ich aber zeigen, dass es miteinander zusammenhängt. Es ist also möglich, in Zeiten der Komplexität sich Unternehmen anzugucken, die gut mit dieser Komplexität umgehen können, die erfolgreich sind. Wenn man diese Regeln nachlesen will, gibt es ein Buch, Lernen von Google und Co. in 30 Minuten. Das ist ein bisschen sportlich mit 30 Minuten, das gebe ich zu. Aber zumindest ist kurz zusammengefasst, welche Faustregeln man sich ableiten kann, um dann einfacher mit den Themen und Fragen umzugehen und wie man das für sein Unternehmen, für sich im Beruf, aber auch für sich privat nutzen kann.